Heißt, wir wollen ihn nutzen. Wir wissen aber auch, wenn man etwas nutzen möchte, den Sport nutzen möchte, dann muss man ihn sehr, sehr sorgsam einfach auch behandeln. Tun wir so, tut ein Großteil, glaube ich, so, die damit zusammenhängen, davon abhängen, die es nicht tun, das sind die schwarzen Schafe, die gibt es immer, keine Angst, die werden schnell genug ausgemerzt. Ebenso etwas, welches unglaublich fördernd ist, ist die Prüfung, die jetzt ansteht. Es ist eine Institution, die von eben auch mehreren ins Leben gerufen worden ist. U25 Springpokal, die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Ganz im Vordergrund steht natürlich die Familie Müther, die das ganz intensivst einfach auch monetär, aber auch mit viel Geist und Leben einfach unterstützt, jungen Reitern die Chance zu geben, sich über das Jahr hinweg zu qualifizieren bei den Standorten in Mannheim, in Wiesbaden, in Balve, um dann beim großen Finale hier in Aachen mit dabei zu sein. Ich versuche ähnlich schnell zu reden, wie der erste Akteur dieser Prüfung jetzt hier schon reitet. Denn da haben wir jetzt hier gerade schon Guido Klatte, der jetzt schon einmal vorlegt mit einer, wie ich meine, sehr, sehr starken Runde. Und zeigt uns dieser Parcours, den natürlich Frank Rothenberger, wie all die anderen Parcours auch konzipiert hat, über die Hindernisse hin von 1,45 m mit Machbarkeit, denn das ist das erste Springen für eben diese jungen